von der Region für die Region. Hallo und herzlich willkommen aus dem Kufstein TV Studio mit Blick auf die Festung. Mein Name ist Albin Winkler und ich darf euch durch die aktuelle Sendung begleiten. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier sind unsere Wochenhighlights. Wir waren zu Besuch beim Oberbichelhof in Thiersee, wo uns die Betreiber einen ausführlichen Einblick in ihren Alltag gaben. Gewohnt hitzig geht es auf Schuckis Stammtisch zu. Auch im Jahr 2023 hat unser Urgestein wieder einiges zu hinterfragen. Kufstein TV blickt zurück auf das Jahr 2022. Das waren unsere Highlights. Von den Highlights zu den Hoppalas. Ein amüsanter Blick hinter die Kulissen von Kufstein TV. Der idyllische Oberbichelhof in Thiersee ist ein Paradies für Islandpferde. Die Betreiber Sophia und Fabian Labeck führten uns einen Tag lang über ihren Hof und berichteten dabei von den Besonderheiten dieser speziellen Pferderasse. Vorher galoppieren wir jedoch noch in die Werbung. Jiha! Now we will open the box, show you the components, and explain to you a step-by-step on how to use them. I'll leave it on for about 20 minutes. He vitalizes serum to the scalp and I massage it in. In rund 1000 Metern Höhe befindet sich der imposante Oberbichelhof in Hinterthiersee. Er ist das Zuhause für 40 Islandpferde, die dort artgerecht in Herden gehalten, gezüchtet und mit Bioheu aus der eigenen Produktion versorgt werden. Betreiberin Sophia lernte das Reiten in der Schwoich. Nachdem der alte Stall an einen neuen Standort umsiedelte, hatte sie die Vision, einen eigenen Hof für Islandpferde zu gründen. Vor mittlerweile 9 Jahren erfüllte sie sich diesen Traum in Thiersee, zusammen mit ihrem Ehemann Fabian. Sophia selbst fing bereits im zarten Alter von 4 Jahren mit dem Reiten an und entwickelte dabei eine intensive Liebe zu den Islandpferden. Das Islandpferd ist für uns deshalb ideal. Ich denke, es passt da perfekt in die Region. Es ist eine robuste Pferderasse, die können den ganzen Winter draußen sein. Wir haben die in großzügigen Offenstellen, die haben viel Auslauf. Wir haben 15 Hektar Koppelfläche bei unserem Hof dabei. Und ich denke, dass das auch für unsere Lage das ideale Pferd ist. Und es ist ausschlaggebend, ist einfach der Charakter. Sie sind für unseren Betrieb, für die vielen Kinder, die wir unterrichten, für den Reitbetrieb einfach charakterlich optimal. Sie sind ausgeglichen, sie sind robust, sie sind super geduldig und für das, was wir sie verwenden, meiner Meinung nach perfekt. Nebenbei haben sie natürlich auch noch ihre speziellen Gänge. Wir können uns halt auch in Herden halten, das ist uns halt auch ganz wichtig, weil wir halt gar nicht ausgelegt werden darauf, dass wir jetzt da 40 Pferde in Buchsen halten.
Das ist natürlich auch ein Kriterium, dass sie halt wirklich artgerecht aufwachsen, beziehungsweise nicht nur aufwachsen, sondern artgerecht leben können. Dass sie auch spülen können, man sieht das auch immer nicht, wenn die Wallach auf die Wiesen können. Die spülen ja wirklich aktiv miteinander. Das ist uns einfach auch ganz wichtig, dass das auch ermöglicht ist. Das ist halt oft einmal bei anderen Pferderassen schwieriger, sage ich mal. Neben vielen anderen Aktivitäten ist der Reitunterricht ein Schwerpunkt am Oberbichelhof. Ausgebildetes Lehrpersonal schult hier bereits Kinder ab 3 Jahren und natürlich auch alle anderen Jahrgänge danach. Wir haben von Dienstag bis Samstags Unterricht, sowohl Vormittag als auch Nachmittags, je nachdem. Nachmittags haben wir eben den Gruppenunterricht für die Kinder hauptsächlich, aber auch Einzelunterricht für die Berufstätigen gegen Abend hin. Und wir arbeiten halt unsere Berittpferde. Zum Beispiel jetzt im Winter haben wir die ganzen Jungpferde, die angeritten werden. Genau. Noch einige Gastpferde, die wir halt ausbilden, die was quasi zu uns gebracht werden. Diese 4 bildet dann, je nachdem, was halt, wo die Leute halt hier wollen, was für einen Ausbildungsstandard das sie gerne hätten, da schauen wir halt, dass wir es hier bringen. Die stehen dann meistens einige Monate bei uns und werden dann wieder abgebracht. Nächste Woche halten uns die Tierseer-Islandpferde weiterhin auf Trab. Im zweiten Teil kommende Woche erfahren wir alles über die abenteuerlichen Reitferien und verraten, warum am Oberbichelhof selbst die Hufbearbeitung Chefsache ist. Aus Tiersee geht's zum ersten Mal im neuen Jahr an Schuckis Stammtisch. Schonungslos berichtet er über zerstörerische Hohlköpfe, einen Gastwirt, der hoch hinaus will und dem Umstand, dass auch im neuen Jahr nichts weitergeht. Danach gibt's noch die Veranstaltungstipps von der Region. Herzlich willkommen, liebe Zuseher, zur ersten Ausgabe vom Stammtischler in diesem Jahr. Erfahrungsgemäß geht es ja in der Weihnachtszeit und zum Jahreswechsel etwas ruhiger zu an den Stammtischen. Trotzdem gab es genug Themen, die zum Diskutieren einluden. Immer wieder kommen in Kufstein Meldungen von bestimmten Seiten auf, den Kaiserlift auch im Winter in Betrieb zu nehmen. Forderungen, die vollkommen ins Leere schießen, denn dazu gibt es mehrere Argumente, es nicht zu tun, als den Lift laufen zu lassen. Oft genug erläutert. Fehlende naturschutzrechtliche Genehmigungen, fehlendes Personal und hohe Kosten. Immer vorne mit dabei bei diesen Forderungen ist ein Kufsteiner Hotelier und Gastwirt. Der Lift muss laufen, kostet es, was es wolle. Meine Frage dazu, wer soll das bezahlen? Mein Tipp an alle, die für eine Inbetriebnahme im Winter sind. Mietet euch den Lift, stellt das Personal ein, tragt die Unkosten, sorgt für die Infrastruktur am Berg und berappt den Abgang aus eigener Tasche und nicht mit Geldern aus der öffentlichen Hand. Dies gilt auch für diejenigen Stadtpolitiker, die immer wieder auf diesen Zug aufspringen. Ich bin mir sicher, nach einer Winteröffnung des Kaiserliftes kommt diese Debatte nie wieder auf. Ja, über Kunst lässt sich bekanntlich streiten. Es muss und kann auch nicht allen alles gefallen. Warum man aber eine durchaus gelungene Arbeit verschandeln muss, ist mir unerklärlich. So geschehen an der Unterführung in der Münchner Straße, wo der Tag am Fluss ein sehr gut gelungenes Kunstwerk entstand. Nicht zum ersten Mal tobten sich ein oder mehrere aus, um dem Kunstwerk ihren Stempel aufzudrücken. Eine Aktion von gehirnlosen Hohlköpfen, die hoffentlich nicht zu viele Nachahmer findet. Zu wünschen wäre es, die Übeltäter ausfindig zu machen und die Chaoten einer gerechten Bestrafung zuzuführen. Unruhe herrschte im Spätherbst des vergangenen Jahres, als bekannt wurde, dass in der Festungsstadt ein Aufnahmelager für Asylsuchende errichtet wird. Ja, inzwischen ist es ruhiger geworden in den letzten Wochen. Auch dem geschuldet, dass die Tiroler sozialen Dienste nicht recht vorwärts kommen mit der Einrichtung der Unterkünfte. Der Grund ist einfach und banal, weil die dafür zuständigen und hergebrachten Container noch einiges an kosmetischer Korrektur bedürfen. Zudem wurde warum auch immer ein ca. 1 Meter hoher Wall aufgeschüttet und asphaltiert, auf dem die Container ihren Platz finden. Kein gutes Zeugnis für die DSD, denn eigentlich hätte dieses Containerdorf schon in Betrieb genommen werden sollen. Nach Auskunft von Arbeitern wird es aber noch eine Weile dauern, bis die Unterkünfte bezogen werden können. Bis dahin wird Ruhe herrschen. Schauen wir, was passiert,
wenn die ersten Bewohner einziehen. 150 Bewohner sollten ja schon seit einiger Zeit die Unterkünfte bewohnen. Für mich erhebt sich aber die Frage, wo man sie jetzt in dieser Zeit untergebracht hat. Immer wieder wurden in den vergangenen Wochen die Worte Tradition und Brauchtum in den Mund genommen. Worte, die man in vielen Zusammenhängen gebraucht, die aber nicht immer passen. Beispiele dazu. Tradition hat in Kufstein das Campuslaufen und der Nikolauseinzug. Die Berchtenläufe haben in Kufstein mit Tradition noch mit Brauchtum was zu tun. Die verschiedenen Passen mit ihren Shows sorgen zwar für Aufmerksamkeit und sind auch durchaus gut gemacht. Mit Brauchtum hat das aber bei uns nichts zu tun. Der Brauch des Berchtenlaufens ist eher in den Orten Angerberg-Breitenbach und im Brixental beheimatet. Auch der Zeitpunkt der Berchtenläufe ist nicht richtig. Nachzulesen in vielen Publikationen. So, und jetzt begeben wir uns ins Rathaus, wo am Ende der letzten Gemeinderatssitzung der fehlende Nikolausumzug im Jahre 2022 zur Sprache kam. Dabei gab es zwei Vorschläge. Einmal einen runden Tisch, um zu diskutieren, und einmal einen Sternmarsch durchzuführen. Am Ende wird es meiner Meinung nach so laufen. Zielpunkt ist der Weihnachtsmarkt im Stadtpark. Datum des Sternmarsches, ein Tag vor der offiziellen Eröffnung des Weihnachtsmarktes. Es gibt zwei Gruppen. Eine kommt von links, eine von rechts. Dazu möchte ich feststellen, dass es sich hier um eine Seitenangabe und keine politische Richtung handelt. Zu den beiden Gruppen können sich auf ihrem Weg Interessierte als Feldteufel oder Krampusse anschließen. Der von links kommende Zug bewegt sich vor den Hochhäusern in Entach in Richtung Stadtmitte und wird angeführt vom Kulturreferenten, der vom Bürgermeister als Nikolaus vorgeschlagen wurde und auch an diesem Tag Geburtstag hat. Flankiert wird dieser vom Engel unserer Vizebürgermeisterin auf der einen und dem Vizebürgermeister als Krampus auf der anderen Seite. Nikolaus, Engel und Krampus sitzen auf Lastenrädern. Das Rad vom Nikolaus wird von unserem Bürgermeister bewegt. Der von rechts kommende Zug wiederum bewegt sich aus Richtung Spachen. Der Nikolaus thront auf einem Pferd in Gestalt unseres freiheitlichen Gemeinderats. Hier wird dieser von einem Neos-Bengelchen im zartwinkeln Kleidchen begleitet und auf der anderen Seite von unserem parteilosen Gankerl. Zur Erklärung, Gankerl ist ein kleiner Krampus. Im Gefolge auf einer Kutsche der SPÖ Mandatar, der alles im Auge hält. Die Pferde werden am Zügel gehalten, damit den Reitern der Gaul nicht durchgeht. Der Rest des Gemeinderates steht am oberen Stadtplatz und sieht sich das Ganze auf einer Großleinwand an. QTV überträgt live und stellt sich dann im Stadtpark zu den Gruppen. Im Stadtpark sind wegen des Personalmangels nur die Hälfte der Stände besetzt. Das Licht auf den Tischen kommt aus solarbatteriebetriebener Leuchten. Der Umwelt zuliebe. Die Bewohner der Häuser im Stadtpark haben freundlicherweise ihre Radios und Fernsehgeräte auf Zimmerlautstärke gestellt, um die Versammlung nicht zu stören. Bei der Diskussion, wie und wer und hin und her den Nikolaus stellen soll, kommt man auf keinen grünen Zweig. Die Abstimmung endet schließlich 10-10, weil ein Gemeinderat gerade das Örtchen aufgesucht hat. Nachdem sich bei dem Zug nur sehr wenige Krampusse dazugesellt haben, einigt man sich, den Nikolausumzug 2023 nicht durchzuführen, und vereinbart eine Zusammenkunft am runden Tisch. So, das war's wieder von Wichtigen und Unwichtigen. Wenn ihr euch fragt, ja, ist denn schon Fasching? Ja, weg auf und Prost. Pfiat euch. Das nächste Kindertheaterstück, ein Hut, ein Stock, ein Damenunterrock, klingt sehr provokant. Das ist so ein Auszählreim oder ein Lied. Da geht es um viele solche Lieder und Auszählreime mit drei ganz tollen jungen Leuten. Juju und Franz nennen sie sich, sind drei junge Frauen. Und wie gesagt, das ist Animationstheater für Kinder im besten Sinn. Nächste Woche auf QTV? Abenteuerliche Reitferien mit den Islandpferden aus Tiersee. Sechs Monate, 26 Sendungen, 157 Beiträge
und ein gelungener Start für Kufstein TV. Das waren unsere Highlights im Jahr 2022. Und anschließend gibt's noch ein Kino-Highlight von 2023. Hallo und herzlich willkommen aus dem Kufstein TV Studio. Ich bin Magdalena Leiminger. Ich freue mich, dass ihr bei unserer neuen Ausgabe dabei seid. Diese vertraute Musik erklang zum ersten Mal im Juli 2022. Von der Region. Für die Region. Von da an erlebte das Team von Kufstein TV viele spannende Momente. Nach der Eröffnungspressekonferenz im Juni 2022 ging die erste Kufstein TV-Sendung am 2. Juli on air. Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Sendung von Kufstein TV, der neue regionale Fernsehsender von der Region für die Region. Schön, dass ihr dabei seid. Auf die Plätze, fertig, los! In so mancher Gemeinderatssitzung flogen die Fetzen. Weil man nimmt ja zur Kenntnis, dass ich jetzt derjenige bin, der Gelackmeier ist, weil er Mitglied des Gemeinderats ist. Das ist kein Blödsinn, das ist so. Und deshalb lasse ich mir das nicht nachsagen, wer und wann wir eben fragen müssen. Nein, es ist eigentlich ein Trauerspiel. Gibt es weitere Wortmeldungen? Ein derartiges Verhalten lehne ich aus tiefster innerer Überzeugung ab. Es betrifft aber nicht mich. Nur der Hausverstand sagt mir, hört auf mit der Wadelbeißerei. Und deswegen wollte ich das betonen. Ich habe mit dieser Sache nichts zu tun gehabt. Ich möchte wirklich nochmal einfach appellieren, dass diese Debatte nicht wieder so emotionsgeladen geführt wird. Danke. Es erhebt sich aber die Frage, muss das sein? Und dann war der Kass schon bissen gewesen. Der Name der Orgel wurde hitzig diskutiert. Blödsinn meines Erachtens, die Heldenorgel ist die Heldenorgel. Ja, man soll die Geschichte sein lassen. Gell? Das ist Vergangenheit, das braucht man nicht wegleugnen, das ist einfacher so. Vielen Dank für die Treue im vergangenen Jahr. Das Team von Kufstein TV freut sich schon auf ein buntes und abwechslungsreiches Jahr 2023, voller spannender Momente. Nächste Woche auf QTV? Abenteuerliche Reitferien mit den Islandpferden aus Tiersee. Was ist mit dir? Bitte? Wenn du überall hingehen könntest, wo immer du willst, wohin wäre das? Ich wollte immer Teil von etwas Größerem sein. Ich liebe diese Antwort. Etwas Bedeutsamem, etwas, das bleibt. Etwas, das wichtiger ist als das Leben selbst. Ja! Es steht in den Sternen geschrieben, ich bin ein Star. Wenn ich reich wäre, würde ich mein Geld nur für Dinge ausgeben, die Spaß machen. Nicht für sowas Langweiliges wie Steuern. Ich will, dass das Leben eine ewige Party ist für alle.
Als ich nach L.A. kam, stand auf den Schildern an den Türen kein Zutritt für Schauspieler und Hunde. Ich habe das geändert. Und jetzt? Seid ihr bereit für was Neues? Wow. Tranquilo, tranquilo, señor. Weißt du, was wir tun müssen? Wir müssen den Film neu erfinden. Die Träume einfangen und sie auf Zelluloid bannen. Zieh nach oben und sag: Heureka! Ich bin nicht allein. Oh nein! Ich hab ein Riesenproblem, Ellie. Wir müssen weg. Sofort. Was ich tue, ist bedeutsam. Du dachtest, diese Stadt braucht dich. Sie ist größer als du. Jetzt rüber! Was zum Teufel? Es ist der magischste Ort der Welt. Alle herhören, ihr arroganten Schwanzlutscher! Wer will sehen, wie ich die verdammte Schlange erledige? Fuck yeah! Einiges über Jobtrends und Entwicklungen in der Branche haben wir jetzt für euch. Ja, verehrte Zuseher, solche und ähnliche Missgeschicke passieren immer wieder. Um euch einen kleinen Blick hinter die Kulissen von Kufstein TV zu geben, haben wir nach der Werbung die besten Hopperlas im vergangenen Jahr für euch zusammengefasst. Viel Spaß dabei! Entschuldigung, war keine Absicht! Schaut's rüber in das Büro, ob da nicht zufällig irgendwo eine Leiche herumliegt. Gerne, danke. Die Fantasie ist schärfer als die Realität. Das wird eine wilde Szene. Mickey, der glatte Spinn! Das lass ich mir nicht gefallen! Ablakus! Du hast keine Freunde! Oh, am Gange war der ganz gewiss nimmer! Hätte ich mein Verbrechen gar nicht bereuen. Immer läuft alles wie geplant. Von kleinen Pannen bis hin zu unvorhersehbaren Ereignissen hatte das Team von Kufstein TV häufig etwas zu lachen. Fang ich Mut an. Hi, ich bin die Viktoria Schrull. Ich. Was bin ich? Warte. Am 11. Mai. Genau. Nein, bist du jetzt weg? Heute danach hat eigentlich die Zeit halt einfach gespielt. Nein, können wir das nicht mehr machen, weil das eigentlich gar nicht stimmt. Mit einem Akkordeon gespielt. Fans. So. Bin ich feststumm. Wie immer, Hildegard. Hildegard, Das bringst du aber nicht. Feli, hast du die Katze von meiner Schwester gesehen? Das Mikrofon war oft heiß umkämpft. Na. Also super, danke. Die Grippe entsprechend aus. Ich heb's da, du kannst mit mir reden. Ja, Christian, ich heb's da. Also, okay. Und auch der ein oder andere Versprecher war dabei. Wo starten wir? Okay, ganz oben. Eine Initiative für Entre und Intra, Entre
bevorzuge ja die großzügigen Sonnenterrassen und kulinarischen Freuden in einem der Gastronomiebetriebe. Das waren noch Zeiten, als ich ein Stadt... Moderator und Politkritiker. Der Politkritiker, okay. Machen wir nochmal bitte. Gibt es online auf unseren beiden Social Media... Social Media, you know. Da Arnie. Gut. Eine Initiative der Entre- und Intrapreneur... Preneurs. Und? Sorry. Intrapreneurs. Entre- und Intrapreneurs. Entre- und Intrapreneurs. Intrapreneurs. Preneurs, ja, Preneurs. Intrapreneurs. Für heute, wenn ich euch in eurem Ort... Der letzte Satz haut nicht hin. Weiterarbeiten, das war der letzte, nicht? Vor Fans kaum retten, konnte sich unser Nachwuchsreporter Nico. Da war der ein oder andere Lacher dabei und wir sammeln schon fleißig an neuen. Seid euch sicher, auch in diesem Jahr werden wir für euch wieder genügend Hoppalas produzieren. Doch nicht nur das, wir haben in den nächsten Wochen auch einige Gewinnspiele für euch vorbereitet. Schaut doch auf unsere Webseite und die Social Media Kanäle von Kufstein TV. Vielen Dank fürs Einschalten und bis nächste Woche. Euer Albin Winkler. Von der Region für die Region.